Bevor wir jetzt noch irgendwas machen, gehen wir erstmal wieder raus, weil ich möchte auch wieder, wie ich schon bereits erwähnt hatte, ich möchte die Kostüme haben. Und die bekomme ich wieder nur hier unten, bei unserem Extra-Zombie. Der, wie ich mittlerweile selbst mal nachgelesen habe, niemand anderes ist als der Helikopterpilot aus Teil 1, nämlich Mr. Brad Vickers. Das habe ich vorher auch gar nicht gewusst, das habe ich erstmal so mitbekommen, als ich das Ganze nachgelesen habe. Ah, komm her. Ja, komm. Und vorbei. Oh, wieder mal Munitionsverschwendung ersten Grades. Meine Güte, wie viel hältst du aus? Herrgott nochmal. Stirb. Danke. Moment, du bist aber glaube ich noch nicht tot. Ach, ich hätte mein Messer behalten sollen. Dann hätte ich den ein bisschen... Halt, ist er schon tot? Tatsächlich, er ist schon tot. Sonderschlüssel. Naja, wenigstens was. Okay, damit kommen wir schon mal an die Kostüme. Und wo muss ich jetzt lang? Also die ganze untere Etage dürfte für mich erstmal noch gesperrt sein. Weil die muss ich mit der Computerkarte öffnen. Und wenn, was mir gerade auffällt, diese Tür hier, die müsste erstmal verschlossen sein, ja. Aber diese Tür habe ich mit Claire gar nicht betreten. Fällt mir gerade so auf. Heißt das, ich habe mit Claire was... Nee, ich kann mit Claire habe ich nichts vergessen. Hm. Okay, die müsste auch zu sein. Ja, die ist zu. Und die da oben, ist die auch zu? Die ist wahrscheinlich auch zu. Ja, die ist auch zu. Hier sind alle Türen zu. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Weil hier komme ich ja nicht weiter. Komme ich denn in die... Wenn ich jetzt hier oben nach links gehe, da ist die Bibliothek. Komme ich denn in die Bibliothek hinein? Das werden wir gleich mal austesten. Ich höre Zombies. Oh, ja. Da sind Zombies. Oh, es scheinen jede Menge Zombies zu sein. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich mal ein bisschen Munition habe. Hat ja nicht lange vorgehalten mit der Munition. Oh, der ist tot. Das ist gut. Sei ein braver Zombie und stirb. Mann. Ja, Leons Handfeuerwaffe ist sehr schwach im Vergleich zu Claire's Colt. Ich kann leider nicht sehen, ob der tot ist. Nein, er ist natürlich nicht tot. Hm. Komme ich da schon rein? Die ist auch verriegelt. Ich höre immer noch Zombies. Oh, 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 oh. Zwei... Moment mal. Da hinten ist doch gar nichts mehr. Ich würde jetzt eigentlich die Shotgun nehmen. Aber die Entwickler werden doch kaum Zombies da hinten positionieren, wenn da nichts ist. Das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Hm. Also wird da hinten irgendwas sein. Ja, stirb. Aber da ist doch nur eine Sackgasse. Hm, wir testen es mal aus. Der lebt noch. Ah nein, er lebt nicht mehr. Verdammt. Ah, ich verschwende schon wieder Kugeln. Ah. Also ich wusste es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ich habe nur gehofft, dass hier hinten jetzt noch irgendwas ist. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Dann haben wir die Einhornmedaille. Die können wir jetzt unten in den Brunnen einsetzen. Und dann müssten wir eigentlich schon den ersten Schlüssel bekommen. Aber der erste Schlüssel hilft uns noch nicht weiter, weil die Türen alle elektronisch verriegelt sind. Also ich muss irgendwo meine Karte finden, die Karte für den Computer. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich jetzt auch nur einen einzigen Weg, wo ich dann noch hin kann. Und der ist wieder zurück, dahin, wo ich hergekommen bin. Hm. Okay, das dürfte der erste Schlüssel. Ja. Der Blattschlüssel oder der Pikschlüssel. Ja, dann kann ich jetzt nur erstmal wieder zurückrennen. Hm. Mal überlegen. Wo kann ich noch... Genau, ich kann auch durch die eine Tür, wo die Krähen waren. Da gibt es ja noch eine andere Tür. Da könnte ich noch durchgehen. Ja, das werden wir gleich mal tun. Das ist eine gute Idee. Ich werde mich jetzt noch nicht mit den Lickern anlegen. Weil das ist ja der Raum, wo ich erstmal die Juwelen brauche. Beziehungsweise den Sprengstoff. Und das nützt mir jetzt noch nichts, weil ich nichts von all dem habe bisher.
War ja eigentlich auch ein Farbband? Ja, war ein Farbband. Gut, das nehmen wir mit und packen es erstmal in die Kiste. Weil ich werde garantiert auch wieder irgendwann speichern. Ist jetzt hier irgendwas, was ich noch nicht brauche? Den Sonderschlüssel brauche ich noch nicht. Das Farbband brauche ich auch noch nicht. Brauche ich den hier? Ich mache erstmal den auch weg. Weil ich wüsste jetzt nicht, dass hier dem nächsten Schreibtisch kommt, den ich knacken kann. Also gehen wir wieder zurück zu den Krähen. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht erwischt werden von den Lickern. Gut, zu langsam. Und zwar meinte ich diese Tür hier. Da waren wir noch nicht. Ah, die war verschlossen. Da habe ich ja unbewusst das Richtige getan. Ah gut, und die Kräuter sind... Also es ist nicht so, dass sich Leon und Claire die Kräuter teilen. Das ist sehr gut zu wissen. Das heißt, ich finde hier die ganzen Kräuter mit Leon auch nochmal. Ja, das ist sehr gut zu wissen. Ich werde es erstmal bei 2 Kräutern belassen. Vielleicht mache ich es dann wieder so, dass ich die offscreen einsammle. Die Kräuter. Mal schauen, wie ich das mache. Ah, hat er wieder... Ja, er hat wieder Patronen. Das ist gut. Und hier sind wieder Zombies. Und den Schlüssel habe ich noch nicht, oder? Ja, verschlossen. Hier brauche ich den Herzschlüssel. Gut, dann müssen wir hier rein. Ja, das kennen wir mittlerweile. Der steht da. Ich warte erstmal. Ja, da kommen sie schon. Pünktlich auf die Minute. Pünktlich wie die Mauer, könnte man auch sagen. Mann. Ah, ey. Ich wusste gar nicht, wie gut ich es mit Claire hatte. Beziehungsweise mit ihrem Colt. Ich hatte ja keine Ahnung. Und ist der ausgelaufen? Nein, ich sehe nicht, dass der ausgelaufen ist. Jetzt ist er tot. Was macht der da hinten? Der steht da rum und macht nichts. Das gefällt mir nicht. Komm her. Komm mal bitte raus, genau. Oh, der ist jetzt ganz schön nah. Na egal. Oh, der ist zu nah für meinen Geschmack. Du lebst noch. Bleib liegen. Ah, was sehe ich denn da? Da ist doch... Ach so, das sind nur Patronen. Sind hier hinten wieder Kräuter hinter dem Schreibtisch? Ja, aber die nehmen wir noch nicht mit. Weil ich möchte auch noch Platz für andere Sachen haben. Und der Safe, die Kombination müsste die gleiche sein. Das war 2, 2, 3, 6, wenn ich mich... Ja, 2, 2, 3, 6. Oh, Shotgun. Patronen. Und was haben wir da? Polizeirevierkarte. Ich glaube, die Karte brauche ich gar nicht mehr unbedingt mitnehmen. Ich nehme sie trotzdem mit, weil jetzt durch den ersten Durchgang kenne ich mich doch halbwegs aus hier. War hier noch irgendwo irgendetwas? Wieso habe ich das Gefühl, ich vergesse gerade was? Hier sind die Zombies. Ah, ja, ich habe wirklich was vergessen. Da, das habe ich gesucht, der Ventilgriff. Bin schon wieder völlig überladen. Da ich jetzt den Ventilgriff habe, gehe ich erstmal... Nein, nicht dahin, ich gehe erstmal wieder zurück, weil jetzt kann ich mit dem Ventilgriff das Wasser löschen. Das Wasser löschen? Ich kann das Wasser löschen. Natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Wir müssen das Wasser löschen. Das heißt, ich muss aber nochmal durch die Krähen durchrennen. Naja, was soll's. Also nochmal durch die kleinen Krähen. Nein, nicht an der Ecke hängen bleiben, Leon. Nicht an der Ecke hängen bleiben. Das macht sich nicht gut. Oh, bleibt mir vom Leib, ihr Viecher. Oh, ich hasse diese Krähen. Gut. Läuft ja bisher besser als gedacht. Und zwar hier benutzen. Also man sieht schon, die Rätsel bleiben größtenteils gleich, nur der Ablauf ändert sich halt. Ich
Sehr schön. Was habe ich jetzt bekommen? Wieder einen Schlüssel? Ich glaube, nee, einen Schlüssel kriegen wir hier, glaube ich, an der Stelle noch nicht. Was kriege ich denn hier? Ja, der Hubschrauber ist nur noch ein Wrack. Aber irgendwas bekomme ich doch. Ah, Schrotpatronen. Das macht sich immer sehr gut. Ich werde hier, glaube ich, mal noch einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns dann hier gleich wieder.